Werte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Die letzte Schlacht der Elfen. Von Die letzte Schlacht der Elfen 8. Ist es endlich soweit? Mit mir, eurem Let's Play Retro und eurem DSD Steve. Ihr wundert euch bestimmt, dass wir nicht im Titelbildschirm des Spiels sind, wie es für gewöhnlich der Fall war. Anklu hat jetzt ein neues Spiel gerade erst rausgebracht. Okay, gut, mittlerweile ist es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen her. Ihr seht es ja schon, die Maps sind am 13.03. zuletzt bearbeitet worden. Also es ist jetzt einen guten Monat her, ne? Genau. Bis ihr das alles hier zu sehen bekommt, wird natürlich schon wieder viel, viel mehr Zeit vergangen sein. Aber seht ihr, ja. Interessant ist damit, wir haben ja im 7. Teil angekündigt, noch, wer weiß, bevor das hier ausgestrahlt wird, haben wir vielleicht auch schon den 8. Teil gespielt. Und? Genauso wird es auch kommen. Ne? Letztlich wird es auch so sein, dass der 7. und der 8. Part, die werden auch genau hintereinander kommen. Ne? Genau. Aber das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen, dass wir. Ihr werdet es ja dann schon gesehen haben und ihr seht schon, das Spiel ist riesig. Das ist keine gewöhnliche letzte Schlacht der Elfen, das ist scheinbar ein richtiges Spiel. Es hat 188 Maps, ja. Aber wir haben natürlich auch ein paar Hinweise von Ankloas, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Zum Beispiel hier. Dieses Spiel enthält einen Bug, den ich nicht beheben kann. Es kann passieren... Das ist schon mal top. Das ist, wenn ein Spiel damit anfängt, das erinnert mich an Black Earth. Das fängt ja auch mit sowas an. Super. Sorry, ich muss natürlich die Ankloas-Stimme nehmen. Dieses Spiel enthält einen Bug, den ich nicht beheben kann. Es kann passieren, wenn man den dritten Turm betritt, dass man auf eine andere Karte transferiert wird. Sollte man nicht vor Rehen stehen, bitte den Spielstand neu laden. Da ist ein Teleporter falsch. Warum kann er diesen Black nicht nehmen? Nee. Da scheint irgendwas anderes zu sein. Wie gesagt, es kann passieren, ja. Es kann passieren. Und wenn das passiert, dann muss man neu laden und scheinbar nochmal probieren, ne? Wir haben auch. Ist da auch ein paralleler Prozess, der. Das werden wir dann vielleicht im Laufe des Spiels noch herausfinden. Wir haben auch Infos. www.ankurasforumprofi.de. Hallo, liebe Spieler! Bitte beachte unbedingt die Hinweisdatei. Ich wäre sehr verbunden, falls du das Spiel Let's Plays sich nicht über diesen Bug lustig zu machen. Zu spät, Ankloas. Er ist nicht gewollt. Dankeschön. Ja, es ist egal, ob er gewollt ist oder nicht. Ne? Version 1.00. Auto Ankloas, Projektstart 2011, Projektende 2017. Wow, Ankloas hat 6 Jahre an einem Spiel gearbeitet. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Schwierigkeitsgrad. Ich würde den. Nein, du, ich finde, du hast was sehr Entscheidendes vergessen. Systemvoraussetzung. Pentium 3. 128 MB Arbeitsspeicher und 150 MB Festplattenspeicher. Steve, ich glaube, das kriege ich alles nicht hin. Bei der Pentium 3. Ja? Schwierigkeitsgrad. Ich würde den Schwierigkeitsgrad normal spielen, da der leichte nur etwas für absolute Anfänger ist. Ich würde auch davon abraten zu cheaten, da es unter Umständen den Fortschritt verhindert. Das würde ich in meinem Maker-Spiel auch einbauen. Wer cheatet, bekommt dann welche Bestrafungen oder so. Okay, das heißt, es scheint nur ein Schwierigkeitsgrad normal und leicht zu geben. Leicht. Hast du dich vorher runtergescrollt? Changelog. Ich hab runtergescrollt, da war nichts mehr. Da hast du wahrscheinlich gerade nicht hingeguckt, oder? Doch, eigentlich schon. Ist egal. Version 1.00. Die letzte Schlacht der Elfen 8 befindet sich im Originalzustand. Keinerlei Änderungen vorgenommen. Ich freue mich auf dieses Spiel im Originalzustand, das wir genau jetzt spielen werden. Mit DynaPG hat er benutzt, okay. Oh, ich glaube, wir haben hier dieses klassische Problem. Ich muss erstmal auf spielen, ne? Ich gehe nicht, wieso soll ich direkt auf Spielen gehen? So, jetzt kann man mich auch wieder hören? Jetzt kann man dich auf jeden Fall wieder hören und verzeiht diesen wirklich äußerst abrupten Cut. Das Spiel war sicherlich sehr laut. Ja, das Spiel war äußerst laut. Wir sind beinahe die Ohren explodiert. Ich hatte wirklich äußerst Glück, dass ich noch am Leben bin und noch alles gut hören kann. Ja, also... Falls ich dich zwischendurch im LP nicht mehr höre, dann war es auf jeden Fall die Schuld des RPG-Makers. Ja. Wie würde der gute Zetschi sagen, ich habe einen Hörsturz bekommen? Ganz lustig. Also, wir spielen ja scheinbar mit Vidi, mit Edwin, mit Farodin und einer neuen Figur. Nein, das ist Alia. Alia und Edwin haben einfach nur neue, extrem coole Facets, wirklich extrem coole Facets. Nee, das weiß ich, dass es eine neue Figur gibt. Oh, es gibt eine neue Figur. Ich habe die Alpha-Kampf-Demo damals getestet. Ja, und da weiß ich, gab es ein
Das wurde doch bestimmt alles wieder verworfen. Ich würde vorschlagen, wir drücken auf Spielen und werden es dann ausfinden. Warte, geht's erst noch weiter. Ich möchte wissen, ob Spielstände da sind. Nee, siehst du doch, das ist doch grau unterlegt. Ach so. Das ist doch grau unterlegt. Nee, du, das sieht so ähnlich aus durch den Übertrag. Na gut, dann gehen wir okay, gut. Ich kann es kaum erwarten, man. Endlich wieder mal ein richtig, richtig gutes Spiel. Ja, jetzt ich dachte, das muss natürlich erstmal laden, ne? Ein Spiel von Ankluas. Oder muss ich irgendwas drücken? Nö. Er wird jetzt einfach nur wunderschöne Bilder zeigen, glaube ich. Da unten steht 1 für 1.0.0. Ja, weil das Version 1.0.0 ist. Achso. Wie möchtest du das Spiel spielen? Welcher Schwierigkeitsgrad? Also wenn normal. Ich, nehm normal. Wir sind ja keine Anfänger, ne? Wir sind ja Profis. Wir könnten auch auf schwer spielen, aber diese Option gibt es leider nicht. Ja, das Ende vom siebten Teil, genau. Sieh an, ihr habt es geschafft, an meinen Wachen vorbeizukommen. Also, wir spielen wahrscheinlich das Ende, scheinbar, wo Farodin nicht durchdreht. Mal gucken. Fühlt ihr euch jetzt stark? Edwin, es ist Schluss mit euch. Spricht ihr von euch selbst? Ihr seid so arrogant. Nur ich darf arrogant sein. Nur ich, Edwin Odysirion. Wir dachten, du hast dich geändert. Doch dies ist nicht der Fall. Ich finde das so geil. Du bist immer noch Edwin Odysirion. Ich finde es so geil, wie Willi einfach mittlerweile ein Protagonist ist, ne? Ihr habt doch keine Ahnung. In mir sprudelt es vor Macht. Ich bin der Stärkste von allen. Ich bin der Mächtigste von allen. Nur ich. Sonst niemand. Ihr wollt Macht? Ich zeige euch Macht. Falsches Spiel. Du bist dein eigener Untergang. Zuh. Was für ein naives Denken habt ihr, Mr. Farodin, Sir? Du, ich bin nicht naiv, Edwin. Du bist es, aber nicht ich. Vor allem, mir läuft gerade irgend so ein Lied aus den 80ern. Mal wieder! Das ist total cool! Ich liebe es einfach! Ankluas hat auf jeden Fall einen guten Musikgeschmack. Wir wurden beide immer belogen und verarscht. Wir haben viel gemeinsam. Schließ dich mir an und wir werden die in Stücke reißen. Farodin, wagt es nicht! Farodin, du musst wählen. Gut oder böse? Ich werde euch alle töten. Nein, wir beide sollten die beiden töten. Sie sind eine weitere Gefahr für dich. Also ich spiele wirklich die Version, wo also Farodin eigentlich so eine wird. Coole Rüstung. War das am Ende vom letzten Teil auch schon so? Nee. Du hast es tatsächlich gewirkt. Bist du wahnsinnig? Edwin wird dich danach töten. Los, Farodin, vernichten wir den Dreck. Lassen wir sie leiden. Dafür, dass Sephir die einen geblasen hat. Erstickt an euren eigenen Blut. Und so wollt ihr es beenden? Hallo Gott. Gott. Ich finde das cool. Gott ploppt einfach so auf. Warum auch nicht? Larzahn will die Welt vernichten. Und ihr habt nichts anderes zu tun, als euch zu streiten und weitere Elfen auszulöschen? Naja, also eigentlich sind da nur zwei Elfen. Irgendwie könnt ihr vielleicht recht haben, oder? Seit wann sollte ich irgendwas hinterfragen? Ich bin Edwin Odysirion. Habt ihr nicht mitbekommen, dass ganz Sirulan sich im Krieg befindet und Larzahn kurz davor ist, die Welt zu vernichten? Ist Sirulan nicht immer im Krieg? Naja, solange die letzte Schlacht der Elfen herrscht, ja. Edwin ist ein Verräter. Und außerdem ist Sephir eine Schlampe. Sie hat mich betrogen. Ja, mehrmals im Laufe dieses Let's Plays. Oder war es doch nur einmal? Nur das eine Mal. Oh. Farodin! Eure privaten Probleme interessiert Sirulan nicht. Ist Sirulan also eine Person, ja? Nein, das ist meine. Nee, stimmt. Dir gehört Alia. Es tut mir so leid, Farodin. Warte, Sephir. Wie war das mit ihr? Die Woche in so einer anderen Dimension ist die verloren gegangen, oder? Alia. Edwin und die waren ja in so einer anderen Dimension, da ist die, glaube ich, verloren gegangen. Du bist der letzte Schlacht der Elfen, Craig. Ich habe die Parts noch nicht bearbeitet. Das ist ein Jahr her, dass wir das aufgenommen haben. Ja. Ich dachte, Elfen 7 ja auch vorher nicht gespielt gehabt. Ich glaube, so war das. Oh. Verdammt, wo will sie hin? Okay, das ist sie schon mal raus. Und weg ist sie. Elf, ja.
Für sie ist ein anderes Schicksal bestimmt. Sie ist eine Destrin und kann niemals so stark werden wie ihr drei. Wow, das wird wieder aufgegriffen. Diese Info kam im vierten Teil. Das mit dem Destrin, ja, ich erinnere mich daran. Das war im vierten Teil. Tolle Aussichten, na wunderbar, was für ein guter Start in den Tag. Sylvia ist und bleibt schwach. Sie war niemals nur ansatzweise so gut wie ihr. Was naja, soll's, ich bin sowieso der Mächtigste hier im Raum. Warte mal kurz, sie hat eigentlich das Yamcha-Problem. Sie war halt die relevante Zeit über tot, wo die anderen das Power-Level gesteigert haben. Sie war ziemlich lang tot. Sie war ziemlich lang tot, sie ist ja erst im fünften Paar. Sie war den kompletten dritten Teil tot. Sie war den kompletten vierten Teil tot. Und wurde erst im fünften wiederbelebt. Genau. Klar, natürlich ist ihr Power-Level niedriger. Und im fünften Teil gab es nicht besonders viele Kämpfe. Richtig. Ja. Macht nicht den Fehler, Larzan zu unterschätzen. Er besitzt außerdem noch eine Weltsteinscherbe. Ach ja, der gute alte Weltstein. Ja. Ich vertraue auf euch. Deswegen sind wir jetzt eine Heldentruppe, ja? Wow. Ja, du weißt doch, wie das läuft. Wir wurden von Gott erwählt. Und wo auch immer wir sind, wir bewegen uns mit extrem hoher Geschwindigkeit. Oh mein Gott, ist das... Das war Cell, ja, stimmt. Larzan war ja Cell, ich erinnere mich. Stimmt, Cell mit so einem übergemalten Kopf. Oh mein Gott. Oh Gott, möchte ich schon mal den Cell und wer hat den Cell gesprochen? Also du musst ihn auf jeden Fall sprechen und du lässt dir auf jeden Fall eine verdammt gute Stimme für ihn einfallen. Okay, okay. Sterb. Das war so klar. Ich wollte gerade noch sagen, aber du nimmst nicht die Alistair-Stimme. Nicht die Alistair-Stimme, okay? Captainline, welche Kraft kannst du mir geben? Ich habe es fast geschafft. Die ganzen Nahen bekriegen sich immer mehr. Was kann ich also noch tun, um das Leid zu verschlimmern? Ich könnte noch etwas Kraft vertragen, mein Power-Level steigern. Ich entziehe den ganzen Lebewesen ihre Lebensenergie. Das war wirklich ziemlich coole Musik, die hier im Hintergrund ist. Ich hoffe, die ist nicht kommerziell. Und es spielt bisher verhältnismäßig wenig Rechtschreibfehler, oder? Ja, bis, wie gesagt, er hatte ja auch 6 Jahre Zeit, an dem Spiel zu arbeiten. Nun, Weltenscheinscherbe, zeig mir deine Kraft, geh auf! War das jetzt Kraft oder Kotzen oder sowas? Ich glaube, das ist eher rumgekotzt von der Weltsteinscherbe. Das ist Macht! Dich kenne ich doch, wieso bist du hier? Ehrlich gesagt, weiß ich es selber nicht. Was geht hier schon wieder vor sich? Was bist du für ein Geschöpf? Du bist auf jeden Fall eine Halbelfin. Welche Blutlinie ist dein anderer Elternteil? Meine Mutter war eine Gestrin. Keine Destrin, eine Gestrin. Trin, das wurde bisher nämlich immer falsch geschrieben. Wow, so viel dazu. Hä? Wenigstens so konsequent. So, eine Gestrin, also. Sie ist von gestern, oder was? Jetzt verstehe ich auch, warum du nun hier bist. Die Scherbe hat dich angezogen. Welch ein machtvolles Geschenk du bist. Oh, komm, erzähl dich aus, blas mir ein. Was soll das heißen? Ich will nicht schon wieder einen neuen Typen. Vinitrolit war schon eklig. Lass die Finger von mir. Stirb, Gestrin. Warum? Und wie heißt das jetzt überhaupt wirklich? Tja, das war Sylvias Ende. Das ging irgendwie ziemlich schnell in diesem Teil von Die letzte Schlacht der Elfen. Damit ist sie jetzt das dritte Mal gestorben. Genau, das dritte Mal ist jetzt tot. Ehrlich, wie der Körper wackelt. Sie wollte davonlaufen. Aber so wackelt kein Körper rum. Außer sie befinden sich in irgendeiner Welt, wo es, keine Ahnung, eine andere Schwerkraft gibt und man irgendwie schwebt oder so ein Scheiß. Ja. Ein schwaches Mädchen. Mädchen?
Warum schreibt er das plötzlich alles richtig? Natürlich. Jetzt kotzt es sogar schon in die Wohnung rein. Was passiert hier? Was es auch immer ist, Farodin macht es danach sauber. Nachdem es mich getötet hat, meine ich. Oder den Thronsaal getötet hat. Oder Gott getötet hat. Kann man Gott töten? Meine Kraft! Ach, das sind zum Beispiel Level 1, okay. Sie ist weg, ich bin wieder auf Level 1. Verdammt, schon wieder. Vom Weltstein wurde Energie entzogen. Larzan hat euch die Energie entzogen. Er ist jetzt noch mächtiger als zuvor, denn er hat euch Energie entzogen. Entzogen? Was jetzt? Ihr müsst ihn aufhalten, koste es, was es wolle. Meine Tricks funktionieren nicht mehr. Hört zu, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss zum Weltstein, denn da ist leider auch die Toilette. Ihr geht sofort in den Wald Lumega. Dort werdet ihr auf was Wichtiges stoßen. Ich muss los. Vorher bringe ich euch nahe, wo euch das Schicksal begegnen wird. Die World Map. Was zum Teufel? Alter, okay. Also wir können jederzeit speichern. Wir können auf jeden Fall wieder frei speichern, aber das ist ja allgemein ein Feature von Die letzte Schacht der Elfen. Genau. Willi Tulith ist nach wie vor ein Unterwälter und kein Unterwälter. Farodin ist nach wie vor ein Elf und Edwin ist irgendwie immer noch ein Mensch. Genau. Inventar, ja. Jetzt hätte ich beinahe einen Heilkraut verwendet, weil es hier irgendwie, das reagiert alles ziemlich schnell. Farodin ist Farodin hat Bewegung 999. Okay, er muss irgendwas mit dem Kampfsystem. Nee, ich weiß warum. Damit man nicht verfehlen kann. Ach, hat das was damit zu tun? Ja, wenn du einen extrem hohen Dexwert hast gegenüber den Gegnern, dann kannst du nicht verfehlen. Guck mal hier, Feuerball, das ist der Lieblingszauber von Edwin. Cool, oder? Das stimmt sogar, ja. Edwin hat sogar immer davon erzählt, dass er Feuerball nutzt und so weiter. FRNT, Name Farodin, Class Nothing, Title 11, Condition Okay. Level 1. Ja. Wie die Trudith. Man kann sogar wechseln. Das ist cool. Krass, das ist ja schon fast fortschrittlich. Dann gehen wir mal hier rein. Das ist... Bevor jemand vergisst, wie man kämpft, erkläre ich es euch mal eben. Ja. Vor uns sehen wir einen Gegner. Alle Gegner sehen aus wie Geister. Das soll uns warnen, dass ein Gegner auf uns lauert. Was? Das ist aber, ja, okay. Kann ich mit leben. Das ist effektiv gesehen so, als wäre es jetzt ein gelber Block oder so und der gelbe Block kann jeder Gegnertyp sein. Dadurch gibt es keine Random Encounter. Wir können ihn auch umgehen. Allerdings ist es ratsam, dass wir jegliche Gegner vernichten, damit wir stärker werden. Werden wir auch machen. Wir sind wir zu stark für die Gegner. Zu Z.B. hier in dieser Gegend. Verschwinden sie. Da es nur lästig wäre, Schwache zu töten. Das wäre aber interessant, vielleicht ist es so, sobald man ein gewisses Level erreicht hat, verschwinden die Gegner auf der Map. Nach jedem Kampf erhalten wir Erfahrungen, die uns stärker machen. Wenn wir Glück haben, hinterlässt der Gegner etwas. Also dann, auf geht's! Er hat doch jetzt wirklich zum Kampf gesagt. Er hat uns zwar irgendwelche Sachen erklärt mit dem Kampf. Der Brutalbär. Es gibt auf jeden Fall wieder Eigenwille, aber den werden wir in diesem Teil hoffentlich nicht nutzen. Das geht auf jeden Fall alles ziemlich fix, muss man sagen, weil wir haben ja auch alles auf 999. Man muss schon sagen, dadurch hat das Kampfsystem plötzlich eine ganz andere Dynamik als sonst. Stimmt. Weil man drückt wirklich nur noch Enter. Hey, guck mal, da war wieder die Hand aus Mortal Kombat. Cool, ich mag Mortal Kombat, du auch, oder? Ja. Wahrscheinlich weiß Anklo erst bis heute nicht, dass es aus Mortal Kombat ist. Ich muss mich daran gewöhnen, dass Speichern ganz oben ist. Es ist eigentlich sehr nett, dass Speichern ganz oben ist. Aber in den meisten Spielen ist es ja trotzdem ganz unten. Ja. Er hat hier auf jeden Fall auch ziemlich coole Musik. Also keine Ahnung, woher er die Musik geklaut hat. Stimmt, wir gehen das jetzt also nie wieder dran, so ungefähr. Ja, klar, bei den 2K-Kampfsystemen wäre es ja okay gewesen mit der 99er-Kampf. Oh, Edwin, das geht irgendwie ganz schön schlecht. Ich glaube, ich muss dann gleich mal Edwin heilen. Doch, der Gegner kommt noch manchmal dran. Der Gegner ist genauso schnell wie wir. Wir haben einfach alles auf 999. Das könnte auch echt stressig werden, ja. Okay, ich speichere erstmal ab. Guck mal im Inventar. Wow, ich habe ein Heilkraut dabei. Ach, hier habe ich... Heilkraut sind drei. Ich habe zwei verschiedene Heilkräuter. Aha. Ich guck mal nach, ob das hier auch 30 heilt.
Nee, das halt natürlich mehr. Da lade ich natürlich sofort mein Spiel. Wir wissen ja nicht, wie viel es heilt. Was hat jetzt einfach alles geheilt, so ungefähr, ne? Ja. Das heißt, es kann durchaus auch mehr als 50 heilen. Es steht ja nicht da. Oh Mann. Ich will es auf jeden Fall. Die sind dir nicht aufgefallen. Ich meine, das ist ganz am Anfang des Spiels. Das ist halt Version 1.0. So geil. Ich finde das auf jeden Fall total cool. Okay, mit der Umwelt können wir scheinbar nicht groß interagieren. Vor allem, wie riesig die Gegner sind. Guck mal, wir haben scheinbar auch sowas wie Zornpunkte, oder sind das unsere NP? Das sind unsere NP. Okay. Okay. Also so ist das Kampfsystem natürlich ganz anders, ne? Mit diesem, jeder hat einfach Max-Decks. So, naja, Max-Decks sind es nicht, aber zumindest Max-Inni. Also so geht's auf jeden Fall viel schneller mit dem Kämpfen. Guck mal, dann sind die Gegner wieder respawned, hast du gesehen? Ja. Oha. Aber wir haben vorne Lebenspunkte wieder. Stimmt. Kann das sein, dass wir beim Map-Wechsel geheilt? Das dachte ich mir auch gerade eben. Beim Map-Wechsel werden wir wahrscheinlich geheilt. Das ist ja auch ein gutes Feature. Ja, also merkt ihr, dass er West-Rollenspiel spielt, ne? Also das hier, das ist gerade kein West-Rollenspiel. Das kommt mir eher so vor wie in so einem Arcade-Game. Weißt du, was ich meine? Ja. Wo du einfach nur durch die Gegend läufst und die Gegner einfach nur wegklatscht. Also eigentlich eher so, als wäre Diablo ein Arcade-Game aus den 90ern, wie aus den frühen 90ern gewesen. Ja. So ganz komisch irgendwie. Weil die Map sieht irgendwie genauso aus. Natürlich. Das ist jetzt, wir laufen hier gerade Stages lang, merkst du das nicht? Stage 1. Ja. Und wir müssen einfach nur alles wegklatschen, was sich uns in den Weg stellt. Oder, oh mein Gott, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ja, ich bin ganz aber richtig pervers. Du bist so lange in dem Wald, bis du solche Level 4 erreicht hast oder so. Das heißt, die Map loopt so lang, bis du ein gewisses Level erreicht hast. Oh mein Gott, ich hoffe nicht, dass du recht hast. Das habe ich noch nie gesehen in einem Maker-Spiel, aber wäre mal echt innovativ und nervig. Wow, jetzt werden da ganze 8 Schadenspunkte mit seinem Feuerball gemacht. Das ist ein Lieblingszauber. Der ist aber nicht besonders stark, muss man dazu sagen. Die Map ist exakt diese. Oh Gott, 2 Bären. Ja, aber es sind jetzt halt 2 Gegner statt nur einem, ne? Mhm. Die Sache ist, es geht einfach alles so schnell, dass es auch schwierig ist zu sagen, wann jetzt ist gerade Edwin dran. Nee, jetzt ist Edwin dran. Das geht einfach alles viel zu schnell. Ja. Also das habe ich ja noch nie gesehen, dass das jemand macht in seinem Spiel. Sonst kann ich aber nur hoffen, dass wir dann gleich wieder geheilt werden. Ich kann da mal nachschauen. Ja, wir wurden komplett geheilt. Cool. Na, das war wahrscheinlich ein Boss. Das, ja, genau, das dachte ich mir auch gerade eben. Der gute alte Dreamland Wolf. Oh. Was will das Vieh? Es steht uns im Weg. The Roar! Er greift uns an, ganz offensichtlich. Er kommt direkt auf uns zu. Ich glaube, wir müssen ihn wegschießen. Wirklich, das ist jetzt der erste Boss. Vor allem, es endet in einer Sackgasse, ne? Ja. So, versuchen wir mal ein bisschen langsamer zu machen, damit auch Edwin mal drankommt und sein Feuerwehr machen kann. Und außerdem verfehlen wir. Also heißt das dann, die Theorie mit dem 999 ist totaler Käse gewesen. Ja, weil die auch 999 haben. Achso, ja, stimmt. Okay, ja, klar, okay. Beim 2K-Kampfsystem kann man das nämlich machen. Also nicht 2K3, sondern 2K-Kampfsystem. Du machst einfach, deine Helden haben alle Max-Inni. Die Gegner haben auch normale Inni. Und ja, du bist da immer zuerst dran, aber du kannst auch nicht was verfehlen. Also ich muss sagen, das Kampfsystem ist mir fast schon ein Ticken zu schnell. Also keine Ahnung, was es sich dabei gedacht hat. Also es ist auf jeden Fall wesentlich actionlastiger, sage ich jetzt einfach mal. Und wesentlich dynamischer. Vielleicht ist er die Jahre in der Zwischenzeit irgendwie wieder gespielt oder so und dachte sich so, bah. Gestattet mir, meine Wunden zu heilen. Natürlich. Was? Oh, Mann, ich weiß. Schon wieder vor sich. Kann mir bitte irgendjemand dieses Spiel erklären. Das wird Edel sein. Los, gib mal so. Was zur? Sie kann sich heilen und ist nun eine Elfin. Interessant. Was bist du und wie lautet dein Name? Mein Name ist Elysia und ich bin eine Formwandlerin. Verdammt, ich dachte, du wärst Alia. Naja, zumindest so ähnlich. Ich dachte, die sind ausgestorben. So besagen es alte Schriften. Hm. Ich habe aber die Alia-Stimme. Mein Meister, Yundo, und ich waren die Letzten. Er hat mir alles gelehrt. Doch leider hat mein Meister die Erschütterungen der Erde nicht überlebt. Warum hast du uns angegriffen? Ganz offensichtlich. Wir haben sie angegriffen.
Es tut mir leid, meine Aufgabe ist es, den Wald zu verteidigen und alle Gefahren abzuwenden. Vor allem der Wald waren jetzt einfach nur zwei extrem enge Straßen, so ungefähr, ne? Ja. Die voll von irgendeinem Viehzeug waren. Das Ganze hat in der Sackgasse gemündet, wo sie gewartet hat. Was ist das für ein Wald? Du weißt aber schon, dass Sirolan sich im Krieg befindet, wie immer. Du hast doch hier alleine keine Chance zu überleben. Außerdem brauchen wir einen weiteren Elfen für die letzte Schlacht der Elfen. Ich wurde nichts anderes gelehrt. Ich fühle mich leer ohne Meister Yundo. Kann ich eurer Party beitreten? Dann komm mit uns, deine Heilkunst können wir gebrauchen. Meine wurde nämlich entzogen und ich bin jetzt komplett nutzlos. Wie die Trolle. Setzt sie nicht so herab auf ihre Heilkunst. Sie hat auch Brüste. Genau, das dachte ich mir auch gerade eben. Alleine wirst du uns nicht überleben. Was? Alleine wirst du nicht überleben können. Schließ dich uns an. Wir wollen Lazan vernichten. Komm mit uns, Lesia. Ich finde, wir belästigen sie ganz schön. Wenn ich euch keine Umstände mache, komm ich gerne mit. Sehr schön, Puppe. Wie Litrole. Ist schon okay, ich finde das geil. Ja, ich bin es gewohnt, dass Männer mich wie ein Objekt behandeln. Also, still sein, Farodin. Sie möchte gerne wie ein Objekt behandelt werden und genau dafür bin ich in der Gruppe. Vergiss nicht, ich habe ein rein gutes Herz. Da wir kein Ziel haben, so wie immer, sollen wir meine Burg aufsuchen. Wie ist dein Name? Edwin Odysirion. Nein, meinen Nachnamen schreiben wir nicht mehr aus, weil den können wir sowieso nicht schreiben, deswegen nur noch Edwin. Du bist der große König, der alle foltert. Das war mal, jetzt bin ich gut. Seit wann? Edwin hatte schon immer einen guten Geschmack. Lysia, lass dich nicht von denen veräppeln. Edwin ist so nicht mehr. In ein paar Sekunden. Na, wenn du das sagst. Auf zu meiner Burg. Und keine 20 Minuten. Wollte Farodin noch... Okay, keine Ahnung, was hier genau vor sich geht, aber ich würde... Oh, Schmerz, okay. Ich würde vorschlagen, das finden wir dann einfach im nächsten Part von die letzte Schlacht der Elfen 8 heraus. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie es weitergeht. Und wir hoffen, ihr seid's auch. Und wir würden uns natürlich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.